Und da bin ich ja wirklich mal gespannt, ob sie das wirklich so umsetzen. Dann wäre das hier der Wachturm. Würde hier noch. Hallo? Okay, jetzt wird's aber hart. So, das ist dann noch eins nach vorne. Genau, dann würde ich hier Wände hochziehen. Wände waren einmal C. So, geschlossene Wände. Hier nicht runter, ey. Voll der Minecraft-Moment. Vielleicht kann man ja dann da hinten noch irgendwie. Kann ich hier Wände draufstellen? Ja, genau, das geht auch. Ah, das sieht doch gut aus. Das funktioniert ganz gut. So, jetzt brauche ich nämlich diese Wände hier. Das sollen dann nämlich meine Schießscharten sein. Haha, es funktioniert. So, hier oben kann ich nicht zufällig noch irgendwie eine Tür einbauen. Das wäre auch ganz cool. Ne, geht nicht, okay. So, dann baue ich ein Dach. Vielleicht, wenn es ein bisschen cooler aussieht, hier so ein spitzes. Genau, das sieht doch cool aus so. Und hier würde ich flache Dächer nehmen. Hier kann ich leider kein Dach hinsetzen. Das ist nicht so optimal. Aber ich könnte theoretisch nochmal Wände ziehen. Damit das hier. Dass man das hier mit dem Rechtsklick, Linksklick einsetzen kann, ist auch ein bisschen ärgerlich. Okay, ich muss das Dach doch nochmal wegmachen. Halt lagern. Genau, bauen. Ich würde jetzt halt gern hier einen Boden reinziehen. Vermute bloß, dass es leider nicht geht, weil ich hier an die Wände irgendwie keinen Boden ranklatschen kann. Was mich jetzt schon wieder vor eine Herausforderung stellt, ein wenig. Obwohl ich das auch nicht verstehe, warum ich da keinen Boden reinhauen kann. Sondern dass Böden nur an Böden angeschlossen werden können. Ich könnte aber versuchen, ein bisschen zu tricksen, wenn ich jetzt die hier kurz ein. Schade. Okay. Weil ich würde eigentlich gern hier das Ding schließen. Was mir ja aber nicht möglich ist, dadurch, dass der hier nicht klippt. Was ich überhaupt nicht verstehe, warum der hier nicht einfach klippt. Weil das sind ja eigentlich alles noch Wände. Also es spricht eigentlich nichts dagegen, dass der hier reinklippt. Nun gut, dann bleibt die hintere Seite eben offen. Dann schnappe ich mir jetzt hier wieder das Dach. Hier wenigstens auch noch ein Dach hin. So, das sieht doch schon mal gut aus jetzt. Wenn ich jetzt so angucke. Ja, doch, hat was, wenn ich jetzt. Oh. Moment. Das Baumenü aus. Ich würde sagen, das sieht doch schon mal gut aus für einen Wachturm. Hat eine super coole Aussicht von hier. Mal hier meine Sniper ausrüste. Fuck, wenn ich mal wieder gejagt bin oder so, kann ich mich hier verschanzen. So. Dann hätte ich hier oben, müsste ich dann mal inneneinrichtungstechnisch zu Potte kommen. Das ist alles gelagert, das Zeug, oder was? Ne, kürzlich gebaut. Ich dachte gerade, das ist doch nicht alles gelagert. Bitte sag mir, dass das nicht alles gelagert ist. So, genau, eine Tür. Eine andere habe ich, glaube ich, nicht, ne? Hm, was ist das? Ja, die sieht scheiße aus, danke. Eine Metalltür wäre halt geil, aber die Blaupausen dafür habe ich nicht. Werde ich mich erstmal hier mit der roten begnügen müssen.
Da, damit ich die auch gut sehe. Zack, habe ich da jetzt eine Tür. Hier war mal... Jetzt ist aber die Frage, ach, das müsste ich jetzt alles mit Dächern zumachen, ne? Okay, dann würde ich nochmal Dächer bauen. Würde ich flache Dächer einfach nehmen. Ist halt die Frage. Also ich bin mir ziemlich sicher, es wird noch ein Stockwerk mal kommen. Aber es muss ja nicht in die Richtung sein eigentlich, ne? Also es muss ja nicht direkt drüber sein. Ich kann ja auch so eine Art Turm darüber bauen. Da ist man ja in Fallout relativ frei. Ah, mir fehlt schon wieder Holz. So, immerhin regnet es jetzt dann gleich mal nicht mehr. Oder sollte gleich nicht mehr regnen zumindest. Okay, dann kümmere ich mich jetzt um die Inneneinrichtung, weil holztechnisch, ich habe jetzt gerade keine Lust, nochmal Holz gammeln zu gehen. Einen Generator brauche ich tatsächlich auch. Den sollte ich vielleicht auch irgendwo gesondertes hinstellen. Da hätte ich vielleicht sogar auch schon eine Idee, was man mit einer Treppe machen könnte. Wenn ich dann doch nochmal sage, ich versetze die hier rüber. Genau. Halt. Mach hier wieder ersetzen. Mach hier eine Tür rein. Und hab dann den Generator gleich mit einer Treppe in der Schwebe. Treppen müssten in die Richtung sein. Genau, wenn ich dann hier eine Plattform hinbaue und die dann da drumrum dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie das Ding verstärkt halt, dann müsste ich eigentlich da einen Generator bauen können. Ganz entspannt. Ich bin mir bloß noch nicht sicher, wie ich den Strom nach oben krieg. Ah, wobei, ich habe ja Wände drumrum. Wenn ich die dann hier irgendwo anschließen lasse, diese Wände... Ja, da geht schon was, da geht was. Aber jetzt baue ich erstmal wieder weiter Inneneinrichtung. Generatoren. Ja, kümmere ich mich später drum. Ah, ja, genau, eine Wasseraufbereitungsanlage brauche ich auf jeden Fall. Die würde ich da unten bauen. Da springe ich gerade hier runter. So, die würde ich hier in die Ecke stellen. Oh, die braucht Strom, echt jetzt? Ah, okay. Ah, okay. Nicht euer Ernst, warum braucht die denn Strom? Dann würde ich die hier irgendwo hin... Ah, auf Fels geht also nicht. Würde ich die hier hinstellen. Würde sie aber drehen ein bisschen. Warum ist denn die jetzt so nah an mir dran? Ah, so, so steht sie ziemlich am Rand. Mit Toren stehlen. Versehe sie mit Schlössern und stelle Geschütze. Ach echt? Okay. Also ein paar Sachen kann man dann doch stehlen. Ja, aber das Ding produziert ja gerade nichts von dem her. So, damit wäre... Ressourcen, was ist das? Produziert Dünger. Ach, ich habe die Baupläne nicht. Grill brauche ich ehrlich gesagt nicht. Hier mir fehlt schon wieder Holz. Okay, dann werde ich jetzt nochmal kurz auf Holzsuche gehen. Beziehungsweise ist hier eine Bahnstation in der Nähe gerade. Da könnte ich mich kurz hinporten und kaufen. Die nächste Bahnstation ist Morgentown. Ah, 6 Kronkolken, komm, go. Dann kann ich auch mal wieder ein paar Medikamente verkaufen. Ich würde nämlich echt gern Holz jetzt mal kaufen, weil es hat keinen Sinn, da ständig Holz zu gammeln. Ich hoffe, der verkauft mir Holz im 100er-Stack. Oder noch mehr. So. Oh, was geht? Hier können Sie Ihre Vorräte auffüllen, Bürger. Ja. Genau, Adiktol heilt alle Abhängigkeit, durch den Durst und Hunger. Ah, scheiß drauf, Gott weg. Experimented, Buff Out. Medex kann weg. Ist übrigens super cool, dass man diese ganzen Medikamente verkaufen kann.
Red Away würde ich jetzt zum Beispiel auch mal 12 Stück verkaufen. Red Away verdünnt Impact würde ich nicht verkaufen. Titanenwurz Staubgefäß, okay, was auch immer das sein soll. Anders. Anforderungen sind jetzt verfügbar. Keine Ahnung, weg mit. Hier davon kann er. Nein. Nicht beide. Einen kannst du davon haben. Wilde Brombeeren, Zucker, ja, das brauche ich alles. Leuchtendes Blut. Munition und andere kann ich schaden. Vorräte sind hier verfügbar. Schön. Gut zu wissen. Das kann auch weg. Das kann weg. Das wird schon auch wieder auch weg können, keine Ahnung. Willkommen, Waffen. Bürger. Ich bin zum Handel mit Vorräten autorisiert. Dann weg. Ich habe noch nie benutzt, die Dinger. So, Munition, ich brauche Schrott. Große Menge Holz. Wenn Sie Vorräte 30 Holz, will ich zweimal. Haben, kann ich jetzt 60 Holz gekauft. Boah, das war aber ultra teuer schon wieder. Zum Handel mit Vorräten und Ausrüstung autorisiert. Okay, mein Glückwunsch. So, jetzt habe ich noch genug. Achso, zum Camporten kostet ja nichts. Hahaha. Deswegen habe ich mich ja mittig platziert, um alle Reisekosten zu reduzieren. Davor waren es ja immer nur so behelfsmäßige Camps, die einfach da waren, um irgendwas gerupft zu bekommen. So, er spawnt mich hier unten. Deswegen kann ich jetzt hier ganz entspannt nach oben gehen. Genau, zack. Super cool. Ich muss mir jetzt bloß wieder überlegen, was ich gerade bauen wollte. Ah, genau, ich wollte ja ein Bett bauen. Gibt's da ein cooleres? Nee, ich kann mir bloß die Billigvariante hier leisten. Oder ich hab bloß dafür die... die Baupläne. Und ich werde nicht mit dem Kopf zum Fenster schlafen. Ich finde das abartig, wenn Leute das machen. Das ist einfach nicht normal. Niemand, der klar bei Verstand ist, schläft mit dem Kopf zum Fenster hin. Das ist nicht richtig einfach. So, jetzt muss ich hier... nein. Jetzt muss ich hier weiter Dächer bauen, ne? Beziehungsweise... Doppelbett wäre auch geil gewesen, ne? Bau jetzt erstmal hier weiter in eine Richtung. So, eine coole Couch. Wie ich denn die platzieren? Problem ist, ich habe kein so ein abgetrenntes, ich sag mal, so eine Wohnnische oder so. Ich glaube, die baue ich jetzt einfach schnell. Muss ich hier kurz die Wand einreißen. Lagern. Baue ich mir hier so eine Wohnnische rein. Zurück. Wo sind Böden? Böden. Genau. Nein, warum? So. Hier so eine... Oh Mann, ich hasse das. Warum macht er das? Sons of Dane, automatische Alarmsignal gefunden? Was? Ich glaube, da höre ich doch mal schnell rein. Radio. Hier spricht Dane Rogers. Dies ist ein automatischer Alarm. Eine unbekannte, gefährliche Kreatur wurde in der Nähe der Sons of Dane. Dieses Ding greift Bugs Kneipe jede Nacht an, wenn wir feiern. Wir nennen es den Nachtwirscher. Hat einige unserer besten Leute getötet. Holy meint, dass es die laute Musik ist, die den Nachtwirscher wütend macht. Wenn wir richtig Lärm machen, können wir ihn also... Wir wollen uns ja nicht von irgend so einem Vieh die Laune verderben lassen. Also haben wir vor, die Jukebox hochzudrehen und mit unseren Instrumenten so... Wir haben sogar ein paar kaputte Instrumente wieder angeschlossen, um drauf rumzuspielen und dann... All das sollte ordentlich Krach machen. Irgendwas an dem Getöse scheint diesem Penner so richtig auf... An alle guten Jäger da draußen. Kommt vorbei und helft uns, den so, genau, so sieht das gut aus. Als Belohnung gibt es Bier und Party. Diese Mitteilung wird wiederholt.
Okay, diese Mitteilung wird wiederholt. Dann schalte ich die Mitteilung jetzt aus. Rose Raider Radio. Haben Sie meinen Rat befolgt und auch schön Ihre Camps genommen? Fühlen Sie sich irgendwie anders, wenn Sie ihnen ausgehen? Tja, dann habe ich schlechte Neuigkeiten für Sie. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind abhängig. Und was hier? Naja, Sie könnten versuchen, es einfach auszuhalten. Aber davon würde ich... Sie könnten einen ahnungslosen Lakaien anheuern, der Ihnen Camps bringt. Ich baue jetzt auch mal mein... Mein Generator damit abfinden, dass sie sich scheiße fühlen werden, bis sie wieder welche finden. Früher konnte man einfach zu einem Arzt gehen und sich Edikte verschreiben lassen. Viel Spaß dabei, eins von beiden zu finden. Vielleicht haben sie Glück und kommen dahinter, wie sie selbst ein Heilmittel herstellen. Fragen sie nicht mich, ich weiß absolut nicht, wie das geht. Und wenn sie den Zug überleben, denken sie vielleicht zweimal darüber nach, Ratschläge von Fremden anzunehmen. Da ist was Wahres dran. Nur ein kleiner Ratschlag von ihrer Freundin Rose, die ihnen keinesfalls gesagt hat, dass sie all diese Camps nehmen sollten. So, jetzt muss ich kurz mich konzentrieren. Ich finde ihr Radio aber ganz lustig eigentlich. Vielleicht verstoße ich da ja nicht gegen Urheberrecht. Der Mucke, die da läuft. So, wenn ich den jetzt dahin klatsche. Genau. Hallo Appalachia, hier spricht Rose, ihre tödliche Readerin von neben. Space-Kabel anbringen. Ich bin wieder im Geschäft. Ich weiß, dass es hier draußen ziemlich einsam sein kann. Aber ich bin ja hier, damit es spannend bleibt. Wenn Sie die Explosion, die Zerstörung und das pure Chaos der Zeit nach den Bombenabwürfen vermissen, hätte ich gern. Mehr dazu in Kürze. Halben Meter weiter hier rüber. Camp kann ich außer was? Ich platziere auch kein scheiß Camp gerade, Mann. Also bisschen buggy ist das. Okay, mein Geschütz scheint auf irgendwen zu schießen. Finde ich gut. Wenn Sie Interesse haben, sich der gefährlichsten Verbrecherbande im Ödland anzuschließen, finden Sie mich in Top of the World. Campsüchtige willkommen. Schnorrer brauchen sich gar nicht erst bewerben, ja. Außer was? Sie schnorren bei irgendeinem anderen armen Trottel. In dem Fall ist mir das scheißegal. Und bevor Sie auf irgendwelche dummen Gedanken kommen und mich ausschalten wollen, vergessen Sie nicht, wer hier draußen ganz allein überlebt hat. Du bist ein Roboter, das ist keine Leistung. Nicht die Responder und es ist nicht die stillerne Bruderschaft, das ist mal klar. Also denken Sie mal drüber nach. Stillerne Bruderschaft? Sie schon? So. Ich werde wohl noch einen Generator bauen müssen. Ich muss jetzt mal gucken, wie viel der überhaupt bringt. Das war zu weit. Geräte, Wasser, Essen, Licht, Strom, Generatoren. Er produziert 5. Okay. Einmal. Oh, geilo. Oh Mann, mir schwant fürchterliches. So, jetzt kann ich die aber zusammenschalten, ne? Dann müsste das Ding da unten laufen. Hey, ja. Freunde! Rose hier mit Verkehrsmeldungen. Produziert Wasser 12 Stunden. Sieht aus, als wären immer noch fast alle tot. Also steht der Verkehr still. Viel Glück beim Pendeln. Und nun zum Wetter. Da ein paar Strahlenstürme vorhergesagt wurden, sollten Sie das geplante Wochenendpicknick lieber verschieben. Okay, die insgesamt produzieren die 10. Für diejenigen, die nicht aus Metall bestehen und auch nicht zum Ghoul geworden oder verbrannt, mutiert oder Wände? Was auch immer sind. Hier. Das Leben nach den Bomben ist voller Strahlung und wird jeden Tag schlimmer, da die bekannte Zivilisation immer weiter zerfällt und auseinanderbricht. Wenn Sie kein Roboter sein können, seien Sie schlau Gummi und haben immer Schutz mir dabei. Dafür. Mit Red-X können Sie selbst in der radioaktivsten Umgebung bestehen. Lustigerweise, das Bett habe ich gebaut, oder? Ich dachte gerade, Idiot hat das Bett nicht gebaut. Zur Not aber auch. Sie werden so durch sein, dass es Ihnen egal ist, wenn die Haut wegschmilzt. So. Aber seien Sie so nett okay. Und bringen Sie übrig die Sache ist jetzt die, Freundin Rose, ich habe jetzt Sie nicht mehr so wirklich Baumaterialien gerade. Das bedeutet im Umkehrschluss, ich würde jetzt einfach mal hier stoppen mit Bauen und weitermachen mit Quests. Und dafür würde ich jetzt erstmal hier mein Zeug reparieren. Gucken, was ich da reparieren kann. Okay. Ja, ich habe harte Bugs. Ah, jetzt. So, reparieren. Reparieren und reparieren. Okay. Waffenwerkbank modifizieren, reparieren.
Handachs, die hält es noch eine Weile aus. Das sieht alles gut aus. Mir ist hier oben ziemlich langweilig. Dann würde ich reparieren. Können Sie mir mit ein paar hübschen Explosionen das sollte ich reparieren können, und das sollte ich reparieren. Würde ich bestimmt der Rest sah ganz gut aus soweit. Machen Sie sich aber keine allzu großen Jetzt würde ich gerne noch ein bisschen Munition etwa, herstellen. Zeug lagern und nur darauf warten, und zwar die hier, weil ich weiß, dass ich da bald ein... ein Gewehr für bekommen. Sobald ich Level up habe. Reicht das, hey? So ziemlich alles und jeder da draußen ist tot. Man muss nehmen, was man kriegen kann. Seien Sie nur so, froh, das sieht doch eigentlich ganz gut aus, bin, oder? Um ja, ich spring da runter, das geht schneller. Ich muss nur irgendwie wieder hochkommen. Okay, das ist auch cool. Wasseraufbereiter klein ist das bloß. Apropos aufbereitetes Wasser, ich sollte mal zwei Schluck trinken und mal aus meinem Inventar welche rausholen. Aber das habe ich hier abgestellt. Tut mir leid wegen meines kleinen Ausbruchs vorhin. So, nein. Die Camps machen mich ein bisschen reizbar. Nein, 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 nein. Ich drücke ganz, ganz beschissene Knöpfe gerade zusammen. Hier ist noch ein nützlicher Tipp für alle Zuhörer. Genau, das kann auch eingelagert werden. Sie laufen ganz arglos durch die Gegend und plötzlich kommt irgendein riesiges Monster wie aus dem Nichts angesprungen und fällt über Sie her. Psycho, praktischerweise vorabgefüllt in einer Spritze. Und das hier kann ich wegschmeißen. Dann sind Sie im Handumdrehen jemand, mit dem man sich lieber nicht anlegen sollte. Kämpfen Sie gegen die biestigsten Bestien. So, mal gucken, was habe ich an verdorbenem Zeug. Ja, da ist schon wieder ultra viel verdorben. Kommen Sie danach zu Rose und zeigen sich für diesen nützlichen Tipp erkenntlich, indem Sie ihr alles Psycho geben, das noch übrig ist. So sehe ich aus. Denken Sie dran, Camps sind schlecht für Sie, außer wenn Sie gut sind. Aber ich als Was? Abhängige kann ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Sieht eigentlich ganz cool aus soweit. So ungefähr hätte ich mir das vorgestellt, dass das alles so ein bisschen verschachtelt und verwinkelt ist. Ich würde hier gerne das Ding abmachen, aber ich krieg da ist die Leiter leider. Und wenn ich da keine Wände habe, bin ich schutzlos ausgeliefert. Ja, ich bin der Marksman. Wenn Sie gerade erst eingeschaltet oh Gott. Haben, wo seid ihr so lange gewesen? Wir haben in der Zwischenzeit eine Hammer-Apokalypse verpasst. Ach komm, echt, jetzt ist das nervt. Die meisten waren bestimmt sicher in einem dieser Vaults eingeschlossen. Muss ein ziemlicher Schock für sie gewesen so, sein. So, wo kommt die raus hey, jetzt? Wie ist es so, auf dem geschützten Bunker unter der Erde zu kriechen und eine Überdosis Realität abzukriegen? Oh. Während Sie Ihre Partys gefeiert und auf frischen Leinen geschlafen haben, haben wir hier draußen eine neue Weltordnung erschaffen, in der nur die Starken überleben. Ey. Und lassen Sie mich eins sagen, die Raider standen an der Spitze der Nahrungskette. Zumindest bis die Verbrannten kamen. Also, wollen Sie überleben? Ich bin jetzt gerade bloß am Überlegen. Ich würde mich gerne nochmal in der Quest probieren, da muss ja irgendwann kommen, der Scheißbär. Naja, außer mir. Mir können Sie trauen. Also trauen Sie niemandem, außer mir. So. Jetzt könnte da ja mal ein Bär sein, den ich wegpusten kann schnell. Leute zu töten und sich ihr Zeug einschüchtern in Erpressungstechniken. Dekorative Anordnung von Leichen. Und vieles. Machen Rose in Top of the World und fragen Sie, wie Sie diese großartige Gelegenheit nutzen können. Langweiler Drogenfahnder und andere Versager brauchen sich gar nicht erst blicken zu lassen. Ich verlange, dass jetzt ein Yaogai-Bär hier endlich mal ist. Oh mein Gott. Man sollte vorsichtig sein mit dem, was man sich wünscht. Dummer Yaogai. Oh mein Gott, der kriegt gar keinen Schaden. Und ist nicht vermasselt. Sieht für mich nach einem Erfolg aus. Jetzt erlösen Sie das Vieh von seinem Leid, damit wir weitermachen können. Ach ja, danach habe ich noch eine weitere Aufgabe. Ja, werde ich gleich tun. Mist. Okay, dann, aber dann war das wahrscheinlich wirklich so, dass der die gleiche Quest gerade gemacht hat. Alter, jetzt geh weg. Zumindest niemanden, um den man sich Gedanken machen muss. Haben Sie sich schon mal gefragt, wie ich es schaffe, immer so auf Zack zu bleiben? Tag ein, Tag aus bin ich im Studio und versuche, die großartigste Raider-Bande der Welt wieder aufzubauen. Das ist anstrengend. In 10 Sekunden müsste ja theoretisch... Jetzt, Leute, das ist die Boah, Alter, wo rennt der hin? Ich sage nicht, dass einen diese kleinen Pillen schlauer machen, aber ich habe
Okay, ich brauche ein Stimpack. Wir sehen und hören Sachen, von denen Sie nie gedacht hätten, dass es möglich wäre. Und boom! Fühlt sich wie ein absolutes Genie. Nehmen Sie Mentats, wenn Sie vor Ihren Freunden intelligenter dastehen wollen. Und falls Sie glücklich werden, bringen Sie mir Rundwege vorbei, damit für weitere Studien gesorgt ist. Komm, stirb, und schneller sterben. So, jetzt muss ich mich noch um diese Krüppel hier kümmern. Ganz wichtig, dieses Karma-Zeug kann auch nach hinten losgehen, wenn Sie nicht vorsichtig sind. Setzen Sie es nicht bei sich selbst ein. Wieso? Außer natürlich, Sie sind überzeugt davon, alles um Sie herum gehen zu können, bevor es nachlässt. Okay, als nächstes kommen die Explosionen. Die Fallensteller haben Köder mit Sprengstoff versehen, um die gefährlicheren Wildtiere auszuschalten. Ich möchte, dass Sie Sprengköder herstellen, aber verlieren Sie dabei nicht Ihre Finger. Sie sind kein Roboter wie ich. Für Sie gibt es keine Ersatzhände. Ja, das ist richtig. Für mich gibt es keine Ersatzhände. Ah, cool. Da habe ich sogar tatsächlich auch einen Schnellreisepunkt zu. Aber ich sollte wieder ein bisschen mit Schnellreisepunkten rumgeizen, weil mir wieder Kohle ausgeht. Aber vielleicht ändert sich das ja jetzt auch im Laufe des der Tage oder des Weges oder der Quest noch. Das wäre super, wenn das so wäre. So. Jetzt soll ich Material finden. Muss mich kurz orientieren. Moment. Ich muss nach Osten. Oh, Alter. Hau einfach ab. Ohne Witz. Ich wollte mich mal wieder bei meinen Zuhörern im Höhenland von Appalachia melden. Ich glaube, ich muss ihnen noch ein bisschen was über Kenntnis erzählen. Die leuchtende Blähfliege hätte ich ganz gerne. Wie sollen sie denn sonst wissen, was sie mir bringen sollen, wenn ich darum bitte? Vielleicht waren sie vor dem Krieg ja noch zu jung oder gehörten Fleisch, Bläfligen, zu diesen puritanischen Spinnern, die zu fein für Camps waren. Tja, schnallen sie sich an, denn die Welt hat sich verändert und sie brauchen jede Hilfe, die sie kriegen können. Nehmen wir zum Beispiel Buffout. Wenn sie gerade erst aus dem Vault gekommen sind, ist ihr Körper wahrscheinlich schwach und ineffizient, nachdem sie jahrelang im Luxus gelebt und Kram aus der Dose gefuttert haben. Werfen sie Buffout ein, lassen sie länger und schlagen sie härter zu. So. In 0,0 werden sie auch ohne Training zum Spitzensportler. Schauen cool. Sie sich nur an, wie Wo krieg ich das Zeug her? Ich kann eine menschliche Wirbelsäule mit einer einzigen Metallklaue brechen. Und das nur dank Buffout. Das stimmt aber doch gar nicht. Das hat doch gar nichts mit Buffout zu tun. Geben Sie mir nicht die Schuld für irgendwelche Nebenwirkungen. Ich finde die super lustig. Ich muss gleich nebenbei auch noch Holz sammeln. Das darf ich nicht vergessen. Ich muss grundsätzlich, glaube ich, relativ viele Materialien sammeln, weil wir gerade schon einiges rausgebuttert haben. Okay, da hat auch jemand gebaut, wie das aussieht. Ich möchte Ihnen ein kleines Geheimnis verraten. Es gibt einen Grund, warum ich lebe und alle anderen nicht. Die hatten meine Behausung sieht besser aus. Meine Haus sieht besser aus. Einige der Raider waren cool. Ich kann nicht sagen, dass sie alle schlecht waren. Aber ich bin doch hier und die sind es nicht. Denken Sie mal drüber nach. Ich war als einzige klug genug, um zu überleben und nicht durch Strahlung oder an Hunger zu sterben. Natürlich habe ich auch dieses schicke Versteck, wo mir niemand was anhaben kann. Du bist doch ein scheiß Roboter, das ist komplett unfair. Ich bin langweilig und einsam, aber seit dieser Vault geöffnet wurde, ist immer für Unterhaltung gesorgt. War ich hier schon mal? Ehrlich, ich hoffe, dass dort draußen überhaupt jemand überlebt. Ich denke nämlich darüber nach, eine völlig neue Raider-Bande auf die Beine zu stellen. Und wenn wir wieder im Geschäft sind, werden wir ein paar leichte Ziele brauchen. So, was haben wir hier? Vielleicht möchte mir ja jemand helfen. Und vielleicht wäre ich bereit, besagten jemand am Leben zu lassen, wenn die Raider wieder an der Macht sind. Aber vielleicht auch nicht. Recht ich bin recht wankelmütig. Rose, die Rüstung sammle ich nämlich zurzeit. Boah, Skill 3, was? Okay, dann ist für mich hier nicht allzu viel zu holen. Na gut, dann gehe ich mal weiter nach Materialien suchen. Find's ja ein bisschen ironisch, dass die das Ganze hier mit grünem Licht ausleuchten. Statt mit irgendeinem normalen. Was ich auch noch cool gefunden hätte, wäre, wenn man tatsächlich die Möglichkeit gehabt hätte, sich eine
Taschenlampe oder sowas zu besorgen. Fühlen Sie sich irgendwie anders, wenn Sie ihnen ausgehen? Tja, dann habe ich schlechte Neuigkeiten für Sie. Herzlichen Glückwunsch, Sie Toxic Valley abhängig. Schatzkarte. Und was jetzt? Oh, die naja, könnte ich sogar Sie auffinden. Versuchen es einfach auszuhalten. Aber davon würde ich... Sie könnten einen ahnungslosen Latein anheuern, der Ihnen kein Brett. Oder Sie könnten den Mund halten und sich einfach damit abfinden, dass Sie sich scheiße fühlen werden, bis Sie wieder welche finden. Holla. Sammle das gerade alles ein, weil hier ist die Kochstation. Und ich würde gerne Essen kochen. Ich glaube bloß, ich kann nicht kochen, weil ich habe kein Holz mehr. Ne? Das könnte gleich problematisch werden. Denken Sie vielleicht zweimal darüber nach, Ratschläge von Fremden anzunehmen. So, was haben wir denn hier? Das Präzisionsschützen gehärtet, Scharfschützen. Ich nehme das mal kurz auf, um zu prüfen, ob das besser ist als meins. 86, 78, ja, also tatsächlich besser. Das ist aber auf Stufe 30 erst. Dann nehme ich es einfach mal mit. Red Hirschfleisch, Vitamine, Kupferschrott, Schildkleber. Fusionskern nehme ich mit. Stelle einen Sprengköder an einer beliebigen Bastelwerkstatt her. Wollte ich bloß Bastelwerkbank? Hallo, Appalachia! Da vorne ist ein Bahnhof, vielleicht habe ich da die Chance, was zu finden, wo ich basteln kann. Ich weiß, dass es hier draußen ziemlich einsam sein kann, aber ich bin ja wie schnell die Waffe halt an der Haltbarkeit verliert, ey. Also die Shotgun, finde ich, ist da schon... Ja, das war stupid. Ah, da finde ich halt die Jagdgewehre zum Beispiel deutlich länger. So, habe ich vielleicht Glück und finde hier irgendwas Nützliches. Warum hat denn der hier alles schon gekillt, Alter? Was geht denn bei dem Typ? Was stand da gerade mit Tablett? Heilbottich? Burger-Tablett. Naja, was heutzutage alles als Tablett durchgeht, ne? Der sieht auch nicht mehr so frisch aus. Ich laufe jetzt mal davor zu dem Bahnhof. Wenn Sie Interesse haben, sich der gefährlichsten Verbrecherbande im Ödland anzuschließen, finden Sie mich in Top of the World. Sieht aber im Moment so aus, als würde es ganz gut laufen. Okay, Bastelwerkbank. Ich habe leider kein Glück, das hier ist eine Rüstungswerkbank. Ah, das ist doof. Das ist wirklich doof. Weil mein Camp werde ich auf keinen Fall mehr versetzen. Moment mal. Golftee? Dann werde ich... Auch ein bisschen dreist, ihm hier das Produkt wegzunehmen und dann ihm wieder zu verkaufen. Diese Verkaufseinheit verfügt über Anti-Diebstahl. Okay, jetzt drücke ich nur noch Bullshit. Kommen Schrott, auf dumme Gedanken. Ich brauche Hilfsmittel. Also steht der Verkehr still. Auf Out. Viel Glück beim Pendeln. Und nun zum Wetter. Da ein paar Strahlenstürme vorhergesagt wurden, sollten Sie das geplante Wochenendpicknick lieber verschieben. Der nächste Redux Tipp ist für diejenigen, die bitte nicht aus Metall beachten. Bestehen und auch möchte gern lang Finger werden durch Verlust besagte Finger bestraft. Läuft bei dir. So, jetzt porte ich mich zurück zum Camp. Immer weiter zerfällt das und ist ja hier. Wenn Sie kein Roboter sein können, seien Sie schlau und haben Sie immer Schutz dabei. Mit Redux können Sie selbst in der radioaktivsten Umgebung bestehen. Yeah, Redux. Jede größere Dosis Rauschdrogen tut es zur Not aber auch. Sie werden... Aber seien Sie so nett und bringen Sie übrig gebliebene Camps zu Ihrer Freundin Rose, bevor Sie einen furchtbar schmerzhaften Tod sterben. So, ich habe mir gerade kurz das was zu trinken eingeschenkt. Mit einem weiteren nützlichen Überlebenstipp. Ich finde Ihre Tipps echt lustig. Ich habe den Eindruck, Sie wiederholen sich relativ schnell. Deswegen würde ich Sie jetzt einmal wieder ausschalten. Responder-Lagersignal. Kirche gegenüber dem Gasthaus in Flatwoods. Und
falls uns jemand unter die Arme greifen möchte, ist das immer gern gesehen. Nö, du lass mal. Diese Nachricht wird wiederholt. Einen Sprengköder. Okay. Dürft ihr dann bei... Ja, auch nicht. Minen? Sprengköder. Hallo Leute, hier spricht Jeff Nakamura von den okay. Respondern. Wir haben unser Lager in Flatwoods aufgeschlagen. Super, sie haben sich ekligen, mit Fleisch bedeckten Sprengstoff besorgt. Und ja. Jetzt lassen sie ihrer Fantasie freien Lauf. Haben die Fallensteller auch gemacht. Jedes hungrige Raubtier wird mit Sicherheit vom Geruch von Frischfleisch angelockt. Diesmal hatte Chuck immer diese verrückte Idee gekommen. Nach einem Überfall Sprengköder entlang der Strecke ausgelegt. Als die Responder mit ihren Spürhunden nach uns gesucht haben? Tja, sagen wir es mal so. Da haben die Köter die Fährte verloren. Okay. Naja, weil ihnen die Köpfe weggepustet wurden. Egal. Das ist ja eine perverse Art von Spaß. Greenbrier lasse ich im Moment noch relativ bewusst aus. Da würde ich gern in einer gesonderten Aufnahme hingehen. Die aber auch jetzt demnächst angestrebt wird. Ich möchte jetzt nur in der Aufnahme mal wieder ein bisschen Story durchklatschen. Mir egal, wofür Sie Ihren Köder verwenden. Bringen Sie damit einfach etwas zur Strecke, das Sie töten und fressen würde. Sagen Sie mir Bescheid, wie es für Sie läuft. Ich arbeite dran. Sollte ich mich vielleicht heilen vorher, wenn ich da was töten will, läuft das Blut. Diese Nachricht wird wiederholt. Ihr könnt euch eure Kack... Radio... Ja, Jäger und Gejagte, das will ich auch nochmal ausprobieren, gern. Frequenz aktiv. Übung zur Liquidierung im Rahmen von Geheimoperationen der Defense Intelligence Agency eingeleitet. Das finde ich auch noch ganz interessant. Alpha, Golf, Echo, nur warte auf Anmeldung der erforderlichen Agentenanzahl. Frequenz aktiv. Übung zur Liquidierung im Rahmen von Geheimoperationen der Defense Intelligence Agency. Ja. Defense Intelligence Agency. EIA. Da hat man wohl von der CIA ein wenig Schelte bekommen. Dass die ja keine Attentate ausüben würden. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht gleich so das Mega-Viech, sondern irgendwas, was ich relativ zügig wegputzen kann. Weil wenn es mich frisst, wäre echt kacke. Ich teste den Sprengköder mit einer Kreatur. Bin auf dem Weg. Greenbrier würde ich sogar fast, glaube ich, eine gesonderte Folge widmen. Da hätte ich schon Bock drauf. So langsam wird's knapp mit dem Berg. Okay. Das ist jetzt irgendwie leicht behindert. Jetzt muss ich da nach vorne latschen erst. Powerrüstungsstationsbauplan wäre auch mal noch ganz cool. Den könnte ich wirklich gebrauchen, weil dann könnte ich die Powerrüstung da reinstellen. Ah, wir kommen schon wieder zu nah an Greenbrier. So. Da. Der Köder funktioniert ja super. Ah, okay, er funktioniert tatsächlich. Ein Hoch auf brutale Effizienz! Ich schätze, die Fallenstelle hat kein Problem damit, Splitter aus ihrer Beute zu holen. So grausam die Fallenstelle auch waren, die Knallharten waren das genaue Gegenteil. Lassen Sie sich von dem Namen nicht täuschen.
Wir nannten sie scherzhaft so, weil sie sich standhaft geweigert haben, ihre Würde aufzugeben. Nähere dich einer Todeskralle und freunde dich mit ihr an. Bin ich jetzt nicht so gut im Plan. Pazifisten. Ich weiß nicht viel über ihre speziellen Taktiken. Hatten sie überhaupt welche? Keine Ahnung. Vielleicht eine Todeskralle zu finden und sich mit ihr anzufreunden oder so. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das machen möchte. Das kann einfach nicht gut ausgehen für mich. Nähere dich einer Todeskralle und freunde dich mit ihr an. Ja, gut. Dann Schnellreise und hoffen, dass das gut geht. Ladescreen. Ja genau. Kaum sagt man es über den Ladescreen, geht er weg. That's live. So, dann freunde ich mich. Wie freundet man sich mit einer Todeskralle an? Das kann nicht funktionieren. Ich muss sie töten, ne? Das wird auf gar keinen Fall funktionieren. Hä? Okay. Ist schon da lang, ne? Oder? Ja, da lang passt. Ich finde diese Zielführung mit diesen Bereichsdingern nicht so gut. Da wäre mir so ein ganz normaler Questmarker ehrlich gesagt lieber. Muss ich kurz gucken. Ich gehe lieber von oben ran. Warum schauen Sie mich an, als würden Sie was wollen? Ihre Belohnung ist das von mir erhaltene Wissen. Herzlichen Glückwunsch! Ich schau doch niemand an. Drauf. Egal. Sie lässt ja niemand in deinen Scheißturm. Also ich finde das schon kreativ gelöst mit den Bots. Ich hätte es nur geil gefunden, wenn man halt dann da, also mal ganz ohne Witz, da hätte auch ein echter Charakter, also ein echter NPC hin können. Ja. Ich werde jetzt kurz meine Powerrüstung ausrüsten. Kleidung. Powerrüstung. Und einsteigen. Ihr glaubt ja gar nicht, wie hart ich keinen Bock habe, gegen eine Todesklaue zu kämpfen. Gut. Okay. Ich weiß, dass es auch ein Höhenlimit für Powerrüstungen gibt. Das war knapp. So. Wenn ich jetzt hier wieder denselben Bug habe, dass die Todesklaue nicht da ist, dann werde ich ein wenig fuchsig. Ja, ich habe so den Eindruck, ich habe eben jenen Bug. Ich kann auch kein Holz mehr sammeln. Ja, das finde ich jetzt wieder nicht so cool. Sons of Dane, ja, automatischer Alarm. Ja, nun gut. Ich würde sagen, dann mache ich hier für heute Schluss. Muss ja die ganze Sache auch noch schneiden und so. Von dem her, ja, es ist ein bisschen schwierig mit den ganzen Quest-Bugs. Also da sollten sie definitiv nochmal dran arbeiten. Oh, Aluminium. Ich würde mich einfach mal für heute aus dem Funkkreis abmelden. Und sag, ciao.